ist trotz Streik hierher gekommen? Ersatzfahrplan oder wie? Nee, Glück. Glück? Glück, pures Glück. Pures Glück. Getrampt? Nee, ich hatte, hast du da kein Sleep? Oh. Nee, ich hab auch Mittwochabend erst gebucht. Also es war sehr teuer, aber es hat funktioniert. Mach dir keine Sorgen, Fahrtkosten werden ja übernommen. Ja eben, deswegen habe ich auch Mittwochabend erst gebucht. Super. Also, das ist Fabian Nolte, alias Daily Knödel, als YouTuber unterwegs. Ich sage jetzt mal, dass du 18 bist, weil ich finde, es kommt sehr selten vor, dass auf einem Podium jemand sitzt, der tatsächlich Digital Native ist und tatsächlich mal unter, weiß nicht, 40 oder so. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen hart. Nein, ich finde es wirklich schön, dass Sie sich als Veranstalter Mühe gegeben haben, auch zu gucken, mit wem wollen wir sprechen, wen beziehen wir ein. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Mischung, die jetzt hier auf dem Podium sitzt. Von daher vielen Dank, dass Sie hier sind. Fabian Nolte ist nicht nur YouTuber, sondern er ist jetzt auch neuerdings in einem anderen System unterwegs, wenn wir an diese verschiedenen Welten denken. Es ist die öffentlich-rechtliche Welt, er arbeitet nämlich jetzt bei Radio Bremen und moderiert da unter anderem die Wochenwebschau. Die Dame rechts neben ihm, das ist Franziska von Kempis. Sie arbeitet unter anderem mit solchen YouTubern wie Fabian. Sie ist Chefredakteurin beim Mesh Collective. Also sie hat gesagt, Frau Janke, das können Sie sich vorstellen, so eine Mischung aus Producerin, Chefredakteurin, Kindergarten, Hüterin. Also es sind sehr, sehr vielfältige Aufgaben, die da drin stecken. Und zusammen mit diesen YouTubern macht sie zum Beispiel Kampagnen, also eben mit der Zielgruppe zusammen im Auftrag zum Beispiel von Stiftungen oder anderen Auftraggebern. Hallo. Otto Vollmers kennen Sie. Ich habe nochmal geguckt auf der Internetseite, wie beschreibt sich eigentlich die FSM selbst. Da steht, Aufgabe ist Bekämpfung gefährdender Inhalte und Jugendmedienschutz. Und dann habe ich festgestellt, okay, dann macht Lars Gresser eigentlich genau das Gegenteil. Er kommt vom Grimme-Institut. Und die Aufgabe ist eben nicht, das Gefährdende anzugucken oder das Schlechte sozusagen zu finden, sondern das Gute zu finden. Zum Beispiel beim Grimme Online Award, dafür ist er zuständig. Und in den Bereichen Medienbildung und Medienkompetenz. Schön, dass Sie alle da sind. Eine Dame sehen Sie noch hier auf der Bühne, wenn Sie sich wundern, wer ist das denn? Das ist Christina Heinen. Wir haben uns überlegt, wir machen wir haben noch kein Wording dafür gefunden, wir haben noch kein gutes Wort dafür gefunden, so eine Art Stichwortpapier. Also wir notieren einfach ein paar Sachen, ein paar neue Ideen, ein paar Gedanken und stellen sie hinterher zur Verfügung auf den Webseiten von FSF und FSM. Von daher, sie hat die Aufgabe, nur neue Ideen mitzuschreiben und Anregungen, also Floskeln nicht. Das heißt, wenn Sie sehen, dass sie nicht tippt, dann müssen wir was ändern hier vorne. Genau. Ich dachte, wir gucken uns am Anfang mal die beiden Thesen an, die wir gerade geliefert bekommen haben von Herrn Büsch und Herrn Gutknecht. Fangen wir mal an mit der Haltung, was Herr Gutknecht erwähnt hat. Also wirksamer Kinder- und Jugendschutz ist in erster Linie eine Frage der Haltung und nicht der Zuständigkeiten. Welche Haltung erleben Sie denn von Erwachsenen gegenüber der Mediennutzung von Jugendlichen, sagen wir mal? Funktioniert das? Einfach losreden, wird hochgefahren. So. Okay. Ich habe mir das nur vorhin mitgeschrieben. Weil ich fand das alles total spannend. Und was bei mir in erster Linie hängen geblieben ist, ist diese Grundaussage, die kriege ich ganz oft mit in unserem Job, weniger Metaebene. Weil ich das auch, also kann ich mich direkt anschließen, ich finde das super. Ich finde das auch total gut, dass man immer wieder darüber diskutiert und was gehört jetzt zu Medienkompetenz dazu oder Medienbildung oder die Wertegesellschaft, in der wir uns befinden. Und ich bin ja nun weniger auf der, ich sag mal, politischen Entscheiderseite, sondern mein Job ist es immer, zu uns kommen die Leute und sagen, wir wollen jetzt was machen. Wir würden gern was machen, meistens wissen sie nicht was. Und deswegen, ich bin ein großer Fan von weniger Metaebene, mehr machen. Ich finde auch nicht, dass, ich finde, was ich allerdings auch finde, ich finde, dass wir haben nicht ein Problem mit der Haltung an und für sich, wir haben ein Problem mit der Aussage, die Sie getätigt haben. Alle sind für diese Haltung zuständig. Das ist fein, aber in dem Moment, wo, das ist wieder wie in der Schule und im Studium und in der Familie, ich komme aus einer Großfamilie, wenn alle zuständig sind, wenn alle denken, jemand guckt, dann guckt eben keiner und dann läuft das Kind auf die Straße.
Und ich finde, in dem Moment, wo wir sagen, alle sind dafür zuständig, dann sagen wieder alle, naja, so wie Sie ja auch gesagt haben, ne, dann ist jetzt gut, also eigentlich muss es die Kinder- und Jugendhilfe machen. Die Kinder- und Jugendhilfe sagt, naja, eigentlich haben wir ja dafür FSM und FSF. Die sagen wiederum, naja, grundsätzlich haben wir ja dafür einen Staat. Und ich frage mich, also sozusagen als ausführende Person, die ich bin, ne, ich komme immer wieder beim Punkt an, ich finde das super, darüber zu diskutieren, ich finde das auch spannend, aber ich bin wirklich an dem Punkt an, let's just do it. Weil ich glaube wirklich, wenn wir nicht einfach anfangen, blind auch mal drauf loszuprobieren, uns einfach zu machen, da kann man ja damit gegen die Wand fahren. Aber dann hat man es ja wenigstens mal probiert. Und je besser das funktioniert, desto eher guckt auch mal irgendein Politiker drauf oder irgendein Entscheidungsgremium und sagt, ist aber not bad, vielleicht fördern wir das mal, vielleicht machen wir es mal ein bisschen größer, vielleicht fassen wir es mal auf. Also das ist so meine Grundaufforderung dazu. Und wenn Sie sagen, einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken und loslegen, Sie haben ja jetzt ganz viel Erfahrung, Sie sind seit einigen Jahren dabei. Was funktioniert denn gut unter dieser großen Frage, jugendliche Mediennutzung sinnvoll begleiten? Plausen wir mal ein bisschen aus diesem Praxisnähkästchen, wo Sie sagen, damit haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht. Also grundsätzlich haben wir, es gibt eben, alle sitzen mal da und warten auf das, so geht's. Ich war auch gestern auf der Knödel weiß das. Alle warten auf das, so geht's nicht, aber so geht's. Dabei probieren wir momentan eher aus, so geht's nicht. Also ja. Wir haben ganz viel Methoden, wie es nicht funktioniert. Und ich finde, das ist mindestens genauso viel wert, wie zu wissen, wie es funktioniert. Absolut, aber grundsätzlich kann ich nur sagen, es gibt kein Prinzip. Ne? Man kann nicht sagen, so ist die Kampagne und so können wir garantieren, dass sie funktioniert. Also da habe ich eigentlich immer zwei gute Beispiele irgendwie mit im Gepäck. Auf der einen Seite haben wir eine Kampagne gemacht, die hieß der YouTube-Kanzler. Daraus entstand Daily Knödel, der YouTube-Kanzler, der sich bei uns bewarb. Das war eine sehr schöne, sehr breit angelegte und auch sehr teure Kampagne mit im Endeffekt 7 Einreichungen, zu denen Daily Knödel gehörte. So viel zum Thema Partizipation im Netz. Partizipation ist ein super Stichwort. Everybody loves it. Alle wollen Partizipation. Aber auch die 361-Grad-Kampagne, eine super Kampagne. Teure, großartige, große YouTuber. Im Endeffekt, glaube ich, für das Geld, was investiert wurde, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 80 Einreichungen, muss man sagen. Wenn man, das wird immer gegengerechnet mit den Millionen von Klicks. Also Partizipation im Netz ist die Königsklasse, die alle haben wollen, die unfassbar schwer zu erreichen ist und immer weiter absinkt, je jünger die Leute sind, die man erreichen will. Deswegen, es gibt kein Gesamtprinzip, es gibt nur die Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Mhm. Und da ist mein zweites Beispiel, eine Kampagne, die wir gerade gemacht haben, die hieß YouTube fragt Merkel. Das war einfach nur so ein Ding, das haben wir mal in den Äther geschossen. Ich habe mit zwei YouTubern zwei Newsformate, die im Netz laufen und wir haben gesagt, Obama trifft sich mit drei YouTubern und macht mit denen ein Live-Interview und gut, wir haben die Merkel wird bestimmt nicht mit uns sprechen, die Merkel spricht nie mit Jugendlichen, weil das sind keine Wähler und deswegen machen wir jetzt mal den Hashtag YouTube fragt Merkel statt YouTube asks Obama und gucken mal, ob die Leute fragen. Und wir waren innerhalb von 4 Stunden mit diesem Hashtag, als der in dem Video gelauncht wurde, auf den Twitter-Trends Platz 1, was man für einen politischen Hashtag war, das extrem krass. Wir haben über 6000 Tweets gehabt. Wir haben so viele Fragen, die ich jetzt in den letzten 3 Wochen erstmal durchsortiert habe, auf gut oder Blödsinn. Und jetzt besteht meine große Aufgabe darin, die Kanzlerin davon zu überzeugen, darauf zu reagieren. Aber ich sag mal so, ne, eine gute Idee oder eine gute Kampagne muss nicht lang geplant sein, muss nicht groß sein, muss auch nicht unbedingt teuer sein, aber muss halt gemacht werden. Und muss auch zeitgerecht sein. Apropos Hashtag, falls Sie Lust haben, auf Twitter eine Frage zu stellen oder auch nachher live hier eine Frage, können Sie es tun unter dem Hashtag Medienimpuls. Genau, also nachher, nach der Hälfte der Zeit ungefähr, öffnen wir einfach zu Ihnen, zum Publikum und Sie können gerne vorher auch schon per Twitter eine Frage stellen. Ich würde gerne noch zu diesem Punkt kommen, den du gerade genannt hast, ja. Fabian. Es gibt Sachen, da weiß man einfach, so geht's halt nicht. Also welche Haltung geht denn nicht, wo du sagst, na, das können wir eigentlich von vornherein vergessen, die Erfahrung haben wir jetzt schon gemacht. Also was oft nicht funktioniert, ist von Anfang an davon auszugehen, dass alle total begeistert bei Sachen mitmachen. Dieses YouTube fragt Merkel war deswegen so toll, weil das halt nicht so mega groß gefahren wurde und so, weil denn, wenn dann keiner mitgemacht hätte, wäre es sehr, sehr schnell sehr peinlich gewesen. Sondern das war so in den Videos, war in 2 Videos nebenbei kurz erwähnt, ach ja, lass uns doch Merkel auch mal fragen. In Videos, in denen es auch nicht ausschließlich darum ging, und trotzdem haben die Leute dann mitgemacht, weil es auch so ist, hatte so ein bisschen so einen Indie-Charakter, so leicht Guerilla-mäßig. Das Netz macht jetzt einfach mal und da entwickelt sich was Großes draus und so. Sowas funktioniert immer sehr gut, wenn man den Eindruck erweckt, dass es ungeplant auf einmal sehr groß wird. Egal, ob man das jetzt geplant hat oder nicht. Ich glaube, Sie brauchen noch ein Mikro, ne?
Ich glaube, dass Jugendliche großartig darin sind. Wir haben ja eben schon davon gesprochen, sozusagen brauchen wir eine neue Medienkompetenz. Ich glaube, Jugendliche sind unglaublich kompetent darin aufzudecken, wenn Erwachsene klar formulierte Bildungsziele irgendwie haben. Also wenn die qua Wettbewerbe oder dergleichen etwas in die Welt blasen wollen. Ich glaube, sozusagen Wettbewerbe haben sich ein Stück weit auch überlebt als Instrument. Es gibt so viele Medienwettbewerbe, wo man Jugendliche zu irgendetwas ermutigen will, zu einer Haltung und dergleichen. Das merken die sofort und das merken vor allen Dingen auch bildungsferne Jugendliche. Das kapieren die sofort, wenn diese bildungsaffinen Milieus den irgendetwas vorsetzen, wenn die anfangen, mit den Literaturwettbewerben zu machen. Komm, mach dazu doch mal ein schönes Video, das ist doch irgendwie so nett. Großartig, das kann man sich mal angucken, wie das dann irgendwie funktioniert. Da gibt es herrliche Beispiele auf YouTube zu finden. Ich finde, das sollte die Medienpädagogik vielleicht mal ein bisschen lassen. Tatsächlich mal ihre Instrumente überdenken, vielleicht wie man Jugendliche tatsächlich erreicht, denn da sind die schon lange, ja. Das heißt, die Haltung kann nicht so belehrend und mach doch mal sein, sondern was ist das dann für eine Haltung? Also eine offene Haltung in Sachen Grimme-Institut, eine Haltung, die auch das Gute schätzt und nicht immer das Schlechte sucht, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, dass ich glaube, auf YouTube zum Beispiel, das ist die große Stärke dieser Plattform. Ich glaube, das ist irgendwie die moderne Volkshochschule. Also da findet wirklich Peer Education statt. Wir haben das eben gerade irgendwie schon genannt. Stichwort Partizipation. Ich glaube, da bringen sich Jugendliche tatsächlich etwas bei. Ja? Also wenn wir in der Medienpädagogik sprechen, doch über Peer-Education, ist es doch in der Regel so, dass das angeleitete Formen sind. Also diese ganzen Peer-Education-Ansätze, das ist doch, das spottet doch eigentlich jeder Beschreibung. Aber wenn man sich mal irgendwie anguckt, wie YouTube irgendwie funktioniert, ich glaube, da wird irgendwie ausgehandelt, wie heutzutage wie sich Identitäten entwickeln. Dort etablieren sich irgendwie diese subkulturellen Szenen. Ich glaube, das ist irgendwie einigermaßen authentisch. Und ich glaube, wenn man Medienbildung heutzutage tatsächlich modern aufziehen will, da muss man genau diese Bildungspotenziale nutzen. Man muss YouTube verstehen, glaube ich, als eine große Bildungsplattform, wo man versucht, irgendwie geschickt möglicherweise Dinge irgendwie einzuspeisen, aber sich hinzustellen und zu sagen, okay, das könnte irgendwie ein Ziel sein, dreht doch mal ein Video dazu, oh no. Aber ich glaube, das ist teilweise auch schon ein bisschen angekommen, weil Fabian hat mir im Vorgespräch erzählt, dass seine YouTube-Karriere, seine Aktivitäten bei Radio Bremen jetzt als eine Art Vorbildung anerkannt wird und er deshalb als freier Mitarbeiter arbeiten kann. Ja? Absolut, genau. Also die haben mich da rangeholt und ich habe quasi die gleichen Aufgaben wie ein normaler Redakteur da. Und die denken, okay, der macht jetzt hat seit 4 Jahren YouTube gemacht, der muss es ja können. Und haben das irgendwie den Beiträgen, die ich da gemacht habe, entnommen. Ich habe es ihnen dann bewiesen, dass sie auch nicht so falsch lagen, hoffentlich. Aber sie haben mir erstmal das Vertrauen entgegengebracht. Und das in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Wäre, glaube ich, auch nur bei Radio Bremen möglich gewesen, als, glaube ich, kleinste Anstalt. Beim WDR dauert das wahrscheinlich noch Jahre, bis sie da den Standpunkt vertreten. Ja, genau. Herr Vollmers, Sie müssen ja qua Amt so ein bisschen mit dem Gesetzbuch schwenken, immer so ein bisschen auch vielleicht auch auf die Finger klopfen, aufpassen. Geht denn diese Haltung, die Sie einnehmen müssen, dann manchmal auch auf die Nerven? Auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur so lange überlegt, weil gleichzeitig ich darüber nachgedacht habe, dass wir dann natürlich auch eine Twitter-Stellung einnehmen. Also einerseits sind wir ja die Bösen, die auf die Hände klopfen und sagen, das ist jetzt aber nicht okay und das entspricht nicht sozusagen dem Gesetz und wo man sich dann auch fragt, die Dinge, mit denen man sich dann beschäftigt, sind die überhaupt relevant in der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch die böse liberale Wirtschaft. Ne? Also wenn wir dann mit der Aufsicht sprechen und dann sagen so solche Sachen wie, na, müssen wir uns jetzt hier mit Teletext beschäftigen oder müssen wir uns mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, wo wir das Gefühl haben, das hat null Jugendaffinität, dann kriegen wir natürlich zu hören, naja, aber ihr müsst das sozusagen stringent durchziehen, was natürlich auch von Gesetzes wegen her vollkommen richtig ist, weil alles andere inkonsequent wäre. Also insofern, es ist so, aber wir müssen diese Rolle irgendwie auch einnehmen. Also als Intermediär müssen wir sozusagen auch diese Widersprüche und diese Zerreißprobe müssen wir sozusagen aushalten.
Ich finde es aber super spannend hier gerade und auch wir als Selbstkontrolle versuchen, im Bereich der Medienbildung auch in diese Richtung halt einzuschlagen. Und wie Frau von Kempen es auch gesagt hat, es ist einfach sehr schwer, gerade für uns, die wir jetzt auch so ein bisschen vielleicht hemdsärmeliger rangehen, weil wir aus so einer behördenartigen Position zumindest traditionell so ein bisschen zumindest rauskommen. Aber da jetzt sozusagen den Anschluss auch wirklich zu suchen, zu kriegen und versuchen, modern zu sein, ja, und was wir sein müssen, um auch Leute zu erreichen, ja, da sind wir wirklich, haben wir ein ganz großes Interesse dran und sind da auch wirklich dran, weil wir gemerkt haben, vieles bringt halt auch einfach nichts. Und da haben wir dann auch nicht unbedingt mehr Lust, wenn es nicht zwingend notwendig ist, dann noch weiter Ressourcen, Energie, Zeit reinzustecken, weil wenn es am Ende keinen interessiert, dann haben wir auch nichts erreicht. Wenn wir mal zur These von Herrn Büsch gucken, also die Mediengrundbildung sozusagen. Ich lese noch mal kurz vor. Da geht es um diesen rein technischer Medienschutz ist überholt. Wir brauchen eine grundlegende, strukturell abgesicherte Medienbildung. Was halten Sie davon? Die Schwierigkeiten hat der Herr Büsch auch schon selber sozusagen aufgezeigt. Auch bei der, was mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, ist dieses strukturell Abgesicherte, worauf ihn Herr Gutknecht ja aufgezeigt hat. Also die Struktur an sich ist ja da, also sie ist geplant oder ist vorgegeben, wird aber nicht mit Leben gefüllt. Und das finde ich sehr interessant und wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass in diesem gesamten Jugendschutzbereich, sowohl in allen Bereichen, also sowohl im präventiven, im Bildungsbereich als auch in dem repressiven Bereich letztlich, zwar die Strukturen grundsätzlich da sind, dass es aber das mit Leben füllen, daran hapert es sehr. Das heißt, es greift nicht mehr wirklich. Ja, also die Räder greifen nicht mehr ineinander, Theorie und Praxis fallen quasi auseinander. Und das heißt, aus meiner Sicht muss man es auch so strukturell absichern, dass es leicht mit Leben zu füllen ist, leicht mit Leben füllbar ist. Und da ist aus meiner Sicht auch die Grundfrage, ist denn die Struktur oder die Grundsätze, die Struktur, die wir gelegt haben, sind die geeignet dafür, dass man sie leicht mit Leben füllt? Oder muss man nicht auch mal systemisch überlegen, wie wir das angehen? Also wenn wir uns die letzten Jahre, seitdem ich bin jetzt noch nicht so lange in dem Job, aber seit ich ihn mache, habe ich das Gefühl, es ist alles sozusagen sehr wiederholend. Es wird immer über dasselbe gesprochen, es wird immer gesagt, Mensch, wir müssen es endlich mal sozusagen in die Praxis umsetzen, das passiert aber nicht, dann kommt die nächste Legislaturperiode, dann kommt der nächste JMSDV und so weiter. Ne? Das heißt, ich habe das Gefühl, das System ist nicht geeignet für diese Geschwindigkeiten. Das heißt, man muss aus meiner Sicht auch mal überlegen, ganz grundlegend, wie kann ich das System so strukturell aufsetzen, dass es kürzere Reaktionszeiten hat, dass es die tatsächlichen Probleme auch angeht. Also mit wissenschaftlich-empirischer Arbeit schnell zu Ergebnissen kommen. Und ich glaube, da ist das die Struktur, die wir haben, teilweise einfach nicht mehr für geeignet. Frau von Kempen, Sie haben gerade so versonnen gelächelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das was mit dem Inhalt von Herrn Vollmers Aussage zu tun hatte. War gut, oder? Ich muss so lächeln, weil ich, während Sie das gesagt haben, wirklich so gedacht habe, mir ist das System sowas von egal. Wirklich. Ich habe dieses System aufgegeben. Ich mache jetzt seit 2,5 Jahren meinen Job und bis April war das ein Projekt, was von der Robert-Bosch-Stiftung gegründet war und mitfinanziert war. Und da ging es in erster Linie um politische Bildung. Ich habe die Kanzlerin so oft angefragt, ich habe so viel mit Politikern gesprochen, ich habe so viel diese Partizipationsfrage gemacht und gesagt sozusagen, oh, wir müssen im schulischen und im politischen System das machen. Und ich bin für mich persönlich jetzt inzwischen an dem Punkt, let's do it. Ich kann es nur noch mal sagen, das System, das kommt schon. Das System ist so langsam, das ist so wie die katholische Kirche, bis die mal irgendwo angekommen ist. Es bewegt sich so, ich bin selber katholisch, deswegen kann ich das sagen. Und auch da halte ich die Fahne hoch und sage, das wird schon, wir müssen halt im Kleinen dranbleiben und dasselbe sage ich jetzt auch da. Das System, ehrlich gesagt. Ich glaube, Christina ist überfordert. Was ich dir sagen wollte, ich habe das System aufgegeben, ist ein super Zitat, das hätte ich gerne. Einfach nur, weil das System, das kommt schon. Das System kommt aber in meiner Erfahrung für diesen Bereich, ob das jetzt die Medienbildung ist oder die Medienkompetenzkampagnen oder die Lehrer, die das alles machen, bis wir Lehrer haben, die sowohl in Geografie als auch in Deutsch als auch in Mathe adäquat reagieren können, wenn dann die Frage ist, das hat mir aber der auf YouTube so gesagt, da können wir überhaupt nicht mehr drauf warten. Was machen wir denn, bis das System dann kommt? Einfach tun? Ja, dazu kommt der Knüller und ich jetzt. Jetzt kommt der Secret Plan. Ja, haben wir einen Plan? Einfach... Ich mache auch einfach eigentlich. Genau, ist wir ja, machen Medienbildung halt ist ja auch eigentlich nicht meine Aufgabe, ich mache einfach. Du machst es en passant eigentlich, oder? Ja, ich mache ja die Medien, warum soll ich dann noch die Medienbildung machen? Ja, das also ist das gut. Ist dann der 18-jährige Jugendliche von heutzutage? Genau, ich muss ja noch gebildet werden.
Ich komme ja eigentlich direkt von der Schule. Ich glaube, Herr Gresser wollte was sagen. Hast du das, Christine? Ich mache die Medien, ich brauche die Medienbildung nicht mehr machen. Ja, super. Jetzt muss ich aber doch ein bisschen die Systemfrage stellen. Was ist denn, wenn die Robert-Bosch-Stiftung nicht mehr zahlen möchte? Also ich meine, dann, nicht mehr. Also dann wird doch irgendwie gleich sofort nach dem System gefragt. Insofern ist diese strukturelle Absicherung doch einigermaßen elementar. In meinem Fall habe ich Glück gehabt, weil in meinem Fall war das ein Projekt, was so von der UFA und der Robert-Bosch-Stiftung gegründet war. Und die UFA hat das Thema Online Education und damit Mesh Collective, ehemals hießen wir Du hast die Macht, übernommen. Und jetzt mache ich es quasi sozusagen nur noch für die UFA. Also in dem Fall sind wir jetzt in der freien Marktwirtschaft aufgegangen. Und jetzt mache ich halt Kampagnen auch für Auftraggeber, klar, und habe nicht mehr diese strukturelle Grundförderung, die ja sehr angenehm ist. Aber was ich in meinem Alltag erlebe, ist, es gibt sehr viele Stiftungen, es gibt sehr viele öffentlich-rechtliche Auftraggeber, die nicht nur zum Thema Medienkompetenz und Medienbildung, aber die alle sagen, ich habe ein Thema, ich würde gerne mit diesem Thema was machen und ich würde gerne mit jugendlichen Zielgruppen zu diesem Thema was erarbeiten. Ob das jetzt eine Kampagne ist oder ein Video oder ein Workshop, da gibt es ja ganz viel, was man machen kann. Und ich glaube sozusagen, das System ist ja nicht nur die Stiftung in dem Fall oder der Staat, sondern es ist halt dieses ganze, diese gesellschaftliche Grundfrage, in der man dann aufgefangen ist. Und bis die mal in einem Konsens angekommen ist, so wie der Konsens, man sollte seine Kinder nicht schlagen, der ja auch irgendwie ein paar Jahrzehnte gebraucht hat, bis man da zumindest gesellschaftlich angekommen ist, das dauert einfach noch. Und bis dahin muss man, also ob es jetzt eine Kampagne ist oder 12, man muss sich hinsetzen und sagen, wir müssen es so lange vorwärts bringen. Und dann fangen wir im Kleinen mit einer Videokampagne an oder im Großen mit allen Pädagogen in Baden-Württemberg, die sich zusammentun und sagen, wir wollen jetzt mal was machen. Und solange das nicht passiert, glaube ich, wird sich das Schiff so weiter vor sich hin geradeaus weiter trudeln. Ist die Systemfrage damit beantwortet für Sie, oder? Viel Glück wünsche ich Ihnen. Ich finde das mit diesem Let's Do It, auch wenn es sozusagen natürlich vielleicht nicht alle Aspekte gleichzeitig beleuchten kann, aber ich finde es schon sehr wichtig, also dass man versucht, Dinge auszuprobieren und damit. Ich finde das auch erstaunlich oft. Wir haben auch die Diskussion oft bei den Selbstkontrollen auch. Und inzwischen, wir kommen auch immer mehr dahin und sagen, wir müssen einfach machen. Ne? Also, und wenn man dann auch macht, dann funktioniert es nicht immer, aber oft funktioniert es dann. Dann merkt man, man hat viel mehr erreicht, als durch die ganzen Diskussionen, die man vorher geführt hat. Ich musste die ganze Zeit innerlich lachen, weil ich habe neulich so ein Image-Video von Niedersachsen auf YouTube gesehen. Die haben auch einfach mal gemacht. Auch mit Schlager-ähnlicher Musik im Hintergrund, ist dann aber trotzdem Hit geworden, weil es einfach so ein bisschen peinlich war. Also wenn's so gedacht war, dann war es genial. Das ist nicht selten auch kalkuliert. Es gibt auch so ein schönes Imagevideo von der Polizei NRW, wo die rappen. Ich bin auch sehr davon überzeugt, dass das kalkuliert war. Also das Ganze gibt es auch als pädagogischen Ansatz. Das heißt, ich glaube, Pädagogik der Irritation, also sozusagen, man speist irritierende Videos ein und die Medienbildung ergibt sich dann durch die Reaktion, die es zeitigt, sozusagen so, wie es weiterverarbeitet wird. Da ergibt sich dann die Medienbildung. Daran musste ich jetzt irgendwie gerade denken. Was Sie ja machen mit dem Grimme Anlandung-Award ist Mediengeschmacksbildung, nenne ich das jetzt mal, weil Sie ja bestimmte Sachen herausstellen, die besonders gut sind. Jetzt am 29. April wurden gerade die Nominierten bekannt gegeben. Was haben Sie denn gefunden, wo Sie sagen, das finden wir richtig gut für das Jahr 2015, wie da was gemacht wird? Können Sie sich mal aufklären über die Qualitätskriterien im Endeffekt? Also erstmal ist mir eingangs eingefallen, Stichwort Floskeln. Wir haben in diesem Jahr eine wunderbare Nominierung, die Floskelwolke. Also empfehle ich wirklich jedem, da mal irgendwie reinzuschauen. Das ist wirklich, da kann man sprachlich tatsächlich noch etwas lernen. Wie zeichnen wir Dinge aus? Wir schauen beim Grimme Online Award vor allen Dingen, wie weit ist man dazu in der Lage, bestimmte Medienspezifiken aufzunehmen? Also, wir haben verschiedene Kategorien. Quer zu den Kategorien liegt beispielsweise Webvideo. Bei uns hat man immer ganz schlechte Karten, wenn man, wie das viele etablierte Fernsehmacher tun, die produzieren dann, sagen wir mal, ihre klassischen Fernsehfilme, stellen die ins Netz und gehen dann davon aus, dass wir die toll finden. Sozusagen, es sind 1:1 im Prinzip genau die gleichen Inhalte, die irgendwie im Linear-TV laufen. Da wird es immer ganz schwierig, da gucken unsere Jurys immer wie mit nicht so verzückter Miene drauf. Was größere Chancen hat, ist immer dann, wenn man es tatsächlich schafft,
die Medien zu verstehen und für sich zu nutzen. Bricht man das jetzt mal runter auf den Webvideo-Bereich. Ich finde, was Webvideo auszeichnet, ist nicht unbedingt das tolle Erzählen, das man irgendwie dort findet. Ich finde Webvideos in der Regel, sagen wir mal, relativ herkömmlich gemacht. Ja? Man, in der Regel sind das Talking Heads, die stehen vor der Kamera und erzählen einem irgendwas. Das sind häufig Jugendliche, die sozusagen ihre eigenen Lebenswelt ein bisschen reflektieren. Das Interessante finde ich zum Beispiel beim Webvideo eigentlich, dort gibt es so etwas wie Interactive Storytelling, also sozusagen, es ergeben sich dort Kommunikationsflüsse. Die Inhalte ergeben sich sozusagen in der Interaktion mit der Community. So, da wird quasi Kommunikation auf Kommunikation gehäuft. Ja. Es entstehen irgendwie FAQs, wo dann tatsächlich gezielt die Fragen der Zuschauer, muss man sagen, irgendwie aufgenommen werden. So etwas, das finden wir irgendwie auszeichnungswürdig, wo man es schafft, tatsächlich das irgendwie aufzunehmen. Im Webvideobereich haben sich einige Genres ergeben, also was momentan zum Beispiel ganz populär ist, das finde ich ganz interessant, das ist diese Kommentare, Kommentiershow, ja, der Jan Böhmermann macht das, das machen aber auch andere. Also das findet sich zum Beispiel bei Hyperbowl TV, die sind dieses Jahr bei den Nominierungen mit dabei. Das finden wir großartig, weil ich finde, was man da zum Beispiel sehen kann, ist, dort entwickeln sich eigene ästhetische Formen. Ja? Man guckt da immer drauf, also der Maniac erklärt das immer so toll und sagt ja, eigentlich ist das eine Plattform, wo man Katzenvideos sehen kann, ja? Aber manche verstehen das irgendwie falsch. Ja? Und das finden wir immer toll, wenn Menschen das irgendwie falsch verstehen. Also wenn sie es schaffen, diese Plattform tatsächlich für sich zu nutzen, neue Erzählweisen zu entdecken, das ist immer großartig und das schätze ich auch daran. Also nicht die perfekt ausgeleuchteten Filme aus dem Fernsehen, sondern irgendwie diese neue Art, auch eine Kommunikation aufzubauen und auch also nicht senden, sondern auch senden, empfangen und daraus was Neues machen. Absolut. Ich denke, das ist auch einfach die Chance. Darin unterscheidet sich auch Webvideo, finde ich, vom Linear-TV. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Die Machart ist da überhaupt nicht das Ding. Ja? Es sind nicht die Wackler, die das irgendwie auszeichnen, sondern die Art und Weise, wie versucht wird, dort irgendwie Inhalte rüberzubringen. Das ist der Punkt. Mhm. Neue Genres, die entstehen, haben Sie jetzt gerade gesagt, noch eigene Ästhetiken. Frau von Kempe, Sie waren gerade auf der Republika unterwegs und Sie haben was Schönes gefunden für die Publikumsrunde, was wir jetzt verwenden können. Was genau habe ich gefunden? Jetzt weiß ich gerade. Also ganz viele Sachen. Ja, Sie haben mir vorhin gesagt, ach, können wir das irgendwie anders machen? Können wir das nicht so machen, dass wir hier so Publikumsrunde machen und dann fragt niemand oder es fragen Leute, die öfters fragen und die anderen nicht? Und da gab es was Kleines, was Sie gefunden haben, was Ihnen gut gefallen hat. Erzählen Sie mal. Ach so, stimmt. Ich war bei einer, auch so eine Podiumsdiskussion und da war eine Kollegin von mir drauf und eine YouTuberin und ein Medienpädagoge und die haben nach der Hälfte eigentlich diese Diskussion abgebrochen und gesagt, so, das ist ja alles fein und wir kennen uns zu dritt schon und wir haben eigentlich schon den ganzen Tag irgendwie über die Themen gesprochen und die haben dann eigentlich sowas gemacht und gesagt, sozusagen, wir sitzen ja jetzt alle da, ne? Wir sind sozusagen YouTuber und Produzenten und haben schon Kampagnen gemacht und haben so eine Art Beratungsformat quasi gegründet, haben gesagt, so, jetzt sind wir da, jeder stellt sich mal kurz vor, der sagt sozusagen, wir wollen alle was zur Medienbildung machen, vermute ich mal, deswegen sind ja jetzt alle quasi da. Und jeder kommt von irgendeiner Institution oder von einer Redaktion oder aus dem Ministerium, ich weiß es nicht genau. Und jeder, der will, kann sich doch mal vorstellen, sagen so, ich komme von XY und wir wollen unbedingt was darin machen, aber wir wissen einfach nicht wie. Und wir wissen auch nicht, wir sitzen auch in dieser gesellschaftlichen Grundhaltung und wissen nicht, wo wir uns da verordnen. Und wir würden gerne das einbringen und würden gerne was machen, aber und dann überlegen wir hier mal, die wir ja doch auch viele sind hier oben, alle gemeinsam mit Ihnen dann, was man da machen kann. Also eine Art kollektive Beratung. Genau. Gut. Outsourcing. Dann nutzen wir mal die geballte Expertise, die hier auf dem Podium sitzt, auch aus den verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, es gibt irgendwo ein Mikrofon für das Publikum. Super. Also nutzen Sie die geballte Expertise. Sie können die Herren und Damen hier ausquetschen und einfach mal das fragen und das erfahren, was Sie ganz persönlich für sich oder für Ihre Institution gerne wissen würden oder brauchen. Das interessiert mich sehr, wo Sie die Grenzen der Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche sehen. Ich sage direkt mal vorne ab, ich liebe Medien und ich finde, die Nutzung von Kindern und Jugendlichen ist mittlerweile selbstverständlich. Die Partizipation ist auch schon gegeben durch die Verfügbarkeit, dass man sich das finanziell leisten kann.
Aber wo sehen Sie im Alltag, auch in Hinsicht auf die Stärkung der Persönlichkeit, die Grenzen der Mediennutzung? Muss ein Handy mit unter die Dusche? Haben Sie es wasserfestes? Solange die Kameras abgeklebt sind, würde ich sagen. Ja, guter Hinweis. Also das heißt, anything goes, kann ja, also man eigentlich immer mitnehmen. Ich kenne da inzwischen keine Grenzen. Ich bin nicht so sehr extrem, es gibt extremere Fälle als mich. Aber ich nutze eigentlich schon immer, wenn ich mobiles Netz habe, was jetzt zum Beispiel im Zug nicht unbedingt der Fall ist. Aber wenn ich hier im Publikum sitze, dann gucke ich schon so Handy, Bühne. Also ich nutze schon parallel, auch beim Fernsehen. Also ich gucke eigentlich Fernsehen nur noch mit Second Screen. Beim Tatort ist das eigentlich am besten, wobei ich Tatort selten gucke. Aber da ist das Second-Screen-Angebot wunderbar mit Twitter. Die WM habe ich eigentlich nur auf dem Handy verfolgt und nebenbei lief der Fernseher noch. Es gibt da kaum Grenzen. Das ist jetzt seine eigene persönliche. Ich glaube, die Frage war natürlich auch, also aus der Lebenswelt eines 18-Jährigen. Ich glaube, die Frage von Ihnen war auch so gemeint, an alle gerichtet, wo sollte die Grenze sein? Wo sollte die Grenze sein, ne? Meinten Sie auch. Sollten Grenzen überhaupt gesetzt werden? Fragezeichen. Ja, um die Stärkung der Persönlichkeitsbildung, hatten Sie gesagt, ne? Oder der persönlich, oder was sagten Sie? Ja, ich sehe das parallel, Medienbildung und Stärkung der Persönlichkeit, aber die Stärkung der Persönlichkeit liegt ja ohne Medien. Wir hören Sie ganz nicht, Verzeihung, da ist gerade ein Mikrofon neben Ihnen. Also, um jetzt das nochmal zu verdeutlichen, was ich sagen will, Mobbing im Internet wird nicht durch Mobbing im Internet aufgelöst, sondern durch andere Methoden, nämlich durch Gespräch und Gruppe. Und Medienbildung erfolgt auch manchmal ohne Medienbildung, nämlich durch andere Stärkungen der Persönlichkeit. Und dass es auch ein Leben ohne Medien gibt, deshalb frage ich, wo ist die Grenze der Mediennutzung und wo gibt es noch andere Bereiche, wo Jugendliche gebildet werden können, mit und ohne Medien? Also für mich machen Sie ein bisschen so eine innere Grenze oder so einen Widerspruch auf zwischen Persönlichkeitsbildung und Mediennutzung. Da wäre für mich erstmal die Frage, gibt es die überhaupt? Also wieso muss, die Frage ist, muss man bei dem Thema Persönlichkeitsbildung sagen, dass mit Medienbildung ist vielleicht schwieriger als ohne? Also das höre ich so ein bisschen bei Ihnen raus. Also insofern, das ist mir nicht so ganz klar. Also ich würde eher die These vertreten, dass Medienbildung mit und ohne Medien gleichermaßen gut geht, je nachdem, was man macht. Bei der Frage, ob man das sozusagen irgendwie zeitlich begrenzen muss oder so, ob es mit unter die Dusche muss, da wäre ich jetzt auch so ein bisschen aufgeschmissen. Ich würde da auch jetzt sozusagen im Sinne einer Repression, einer schützenden Repression, würde ich immer eher nach den Inhalten gucken. Also was guckt er sich denn da an oder wie agiert die Person damit und nicht, nutzt die das überhaupt? Und klar, also da hängen natürlich viele Themen mit zusammen, zeitliche Nutzung, geht der auch mal raus und so weiter. Aber das sind dann, find ich, wiederum andere Fragen, nicht der Persönlichkeitsentwicklung. Das wäre so ein Gefühl. Mhm. Wollen Sie auch noch? Ja, was so die Grenzen angeht, kann man ja mal so ganz konkret einige Problemfälle durchdeklinieren. Zum Beispiel fangen wir hinten an, Handy in der Schule. Ja, das ist, glaube ich, bei Pädagogen eine ganz praktische Frage. Lassen wir das zu, dass Kinder Handy in der Schule nutzen, nur in den Pausen oder gar nicht? Also ich kenne zum Beispiel Fälle, wo Handy praktisch auf dem Schulhof überhaupt nicht verwendet werden darf, überhaupt nicht, auch nicht zum Telefonieren. Macht das Sinn oder ist das nicht ein bisschen weltfremd? Das ist die eine Frage. Die andere Frage, auch was die Fragen der Grenzen angeht, wenn man sich so 3-, 4-, 5-jährige Kinder anguckt und man die mit einem Tablet mit entsprechender YouTube-Zugangsmöglichkeit versieht, hat man oft das Gefühl, die können das den ganzen Tag machen und hören von sich aus nicht auf. Ja? Und da gibt es in allen Familien immer wieder Streit zwischen den einen oder anderen, die sagen, ja, der wird irgendwann sehr von selber aufhören, oder die anderen, die sagen, also was weiß ich, nur eine Stunde am Tag oder in der Woche gar nicht und am Wochenende so viel sie wollen oder sowas. Sind das, Florian hat ja gerade gesagt, er nimmt das Handy quasi überall mit und die Frage ist, macht einen das nicht irgendwann mal verrückt? Geht einem das nicht irgendwann mal auf den Senkel? Also wenn ich beispielsweise mit jemandem essen gehe abends und plaudern will, Kommunikation, ja, und der ständig da
Ja? Also da entwickeln sich ja eigene Mechanismen. Wenn ich mit jemandem essen gehe, dann versteht sich von selbst, dass ich das Handy stumm schalte. Beziehungsweise wenn ich in Gruppen essen gehe, gibt es inzwischen auch die Methode des Handyturms. Bedeutet, also ich hab ja viel mit YouTubern dann auch zu tun und jeder YouTuber lebt eigentlich durchgehend online und das ist manchmal auch nicht so einfach, wenn man dann mal essen will und sich unterhalten will, ohne dass alle ständig ihr Essen auf Instagram posten, dann hat man sich einen Tisch bestellt und dann holen alle ihre Handys raus, stellen die stumm, dann wird das mit dem Display nach unten an den Rand des Tisches gelegt und dann werden alle anderen Handys da drauf gestapelt. Das heißt, es kommt auch keiner mehr an sein Handy ran, ohne dass das Ding zusammenbricht und alle Handys kaputt gehen. Selbstkontrolle. Das entwickelt sich von ganz alleine. Also ist ja nicht so, dass wir mit diesem Problem konfrontiert sind und damit nicht klarkommen, sondern da entwickeln sich halt Mechanismen. Ich möchte hier mal kurz eingrätschen. Das ist für mich keine Frage des Kinder- und Jugendschutzes. Ich wiederhole nochmal das, was ich eben gesagt habe. Wir haben, wenn wir über diese Schiene jetzt, Intervention oder auch Medienbildung, die irgendwie auch in Erziehungskontexte eingreift, Eltern sagt, was sie tun sollten, haben wir zumindest, wenn es um Schutz vor Gefahren geht, das Erfordernis, irgendwie begründen zu können, worin denn jetzt hier der gefährdende Einfluss liegt. Wenn ich mit jemandem nicht sprechen möchte und dabei auf mein Handy gucke, habe ich große Schwierigkeiten, hier eine Gefährdung drin zu sehen. Ich kann den auch einfach anschweigen oder dummes Zeug erzählen die ganze Zeit. Kommt auch eine Kommunikation nicht in Gang. Ich will das jetzt mal etwas zuspitzen. Für mich ist genau diese Frage Handyverbot in Schulen der Punkt. Wo liegt die Gefährdung für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, wenn sie auf dem Schulgelände ein Handy mit sich führen? Die ist nicht begründbar aus meiner Sicht. Wenn wir das ernst nehmen mit positiver Medienbildung, dann gibt es den ganz großen Bereich, wo ganz normal, ob gut oder schlecht, wie Ernährung auch, ich kann nur Gurken essen, ich kann aber auch nur Fritten essen. Das entscheiden meine Eltern. Ja, da kommt auch keiner und sagt, wie das gehen muss. Wir müssen den Bereich definieren, wo es losgeht, dass wir sagen, wir kommen in Gefahrenkontexte rein. Und da sind wir mit erzieherischem Jugendschutz und auch gesetzlichem Jugendschutz an der Reihe. Vorher nicht. Das war jetzt gerade ein Beispiel für Selbstorganisation. Also da braucht man gar nicht schützen, sondern der Handyturm ist eine Technik, die sich irgendwie entwickelt hat, um ihm zu sagen, komm, wir wollen uns miteinander unterhalten. Was Sie jetzt fragen, ist ja, wo sind eigentlich die wirklichen Gefahren? Und da hast du, Fabian, mir im Vorgespräch gesagt, dass du das so empfindest, dass dieser Fankult eine extreme Gefahr ist auf YouTube. Was meinst du damit und warum? Ja, genau. Ich musste auch eben so ein bisschen schmunzeln bei dieser Formulierung, YouTube ist eine Bildungsplattform. Es stimmt, wenn man sich Teile von YouTube anguckt, wenn man sich andere Teile anguckt, ist es halt auch einfach modernes Verkaufsfernsehen. Beispiel die größten YouTuber, die auch medial am meisten wahrgenommen werden, das sind halt Leute, die sich hauptberuflich irgendwie selbst darstellen und darüber dann Sachen verkaufen. Das hat nicht viel mit Bildung zu tun oft. Und gerade die generieren natürlich einen riesigen Fankult um sich rum. Es gibt Jugendliche, Kinder, die sich über die genauso sehr definieren, wie das früher über Boybands der Fall war. Bloß bei Boybands ist es halt so, dass die immer noch eine gewisse Privatsphäre haben. Damals, Take That, haben wir sicherlich auch mal alleine irgendwie die Nacht in einem Club verbringen können oder so. Das ist da nicht mehr so, weil alles einfach online passiert. Ich weiß zwar nicht immer, wo der Star ist, aber ich weiß, was der Star gerade ist. Ich weiß, mit wem der Star gerade wo ist. Ich kenne die Beziehungsverhältnisse zwischen den Leuten, weiß, wie oft sie sich treffen. Also ich bin quasi in dem Leben drin und dadurch ist dieser Fankult noch viel extremer. Und auch das Gefühl, dass ich mit denen befreundet bin. Was ist denn gefährlich daran? Man kann sagen, meine Güte, früher hatte ich einen Take-That-Poster aus der Bravo da hängen. Jetzt habe ich halt die Bravo-YouTube-Stars da liegen und so what? Ja, der Einfluss und dass die sich dessen oft gar nicht so wirklich bewusst sind. Also die sind ja nur dadurch, ich habe ja eben gesagt, ich mache Medien, warum muss ich da Medienbildung machen? Nur dadurch, dass sie Medien machen, heißt es ja nicht, dass sie genau wissen, was sie da machen. Also Medienbildung sollte auch diese Stars ansprechen. Die haben gerade am Anfang, wenn der Hype um sie entsteht, eigentlich niemanden, der sie irgendwie ein bisschen schützt, der ihnen sagt, was sie da mit den Kindern anrichten können. Eine Boyband hat immer einen Manager, immer jemanden, der weiß, wie die Mechanismen sind. Das war's. Franziska?
Ich würde da nur einmal ganz kurz reingrätschen, weil ich das ein bisschen anders sehe, ehrlich gesagt. Also ich bin auch, ne, Fankult auf YouTube, muss man vorsichtig sein, aber in erster Linie deswegen, weil es in meinen Augen zu einer der drei gefährlichen Säulen im Netz gehört. Und das ist sozusagen, wie nutze ich meine Reichweite für negative Sachen oder um jemanden zu beeinflussen, damit er etwas tut, was ich möchte. Und da sehe ich es ein bisschen anders als du. Ich glaube, dass es eine Generation von YouTubern gibt im Moment, aktuell in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die sich die sind Manager gepusht, die sind Manager informiert, die haben ein großes Beraterteam um sich und die leben davon, die leben wirklich finanziell davon, dass sie eine große Reichweite haben und das ist eine große PR-Maschine. Die machen Content, der sieht schön aus, der ist aber inhaltlich gleich null wert. Das sage ich jetzt natürlich aus einer politischen Bildungsperspektive, klar, aber der ist kein großer Mehrwert. Und da geht es um die Affiliate-Links, die in der Videobeschreibung sich befinden, wo man sagt, hey, super cool, was ich hier gerade anhabe, buy it, I love it, mach es. Und da muss man aufpassen, finde ich. Und dass die sich der Verantwortung nicht bewusst sind, das liegt einfach daran, weil es einfach eine reine, es ist eine Fanmaschine, die da produziert wird. Die wird auch absichtlich gepusht. Da gibt es sicher auch YouTuber, die das nicht so sehen, aber es gibt große YouTuber, die das genau auch so wollen. Und die wollen auch gar keine persönliche Verantwortung. Und da liegt die Gefahr. Also das, glaube ich, ist das eine mit der Verantwortung, was sich solche neuen Reichweitenstars nicht, die sich nicht anziehen. Und das andere ist noch viel stärker inhaltlich. Und das geht dann wieder ein bisschen das rein, was gerade gesagt wurde, dass ich finde, die Gefahr geht nicht mit dem Handy in der Schule los oder so, sondern was gucke ich mir an diesem Handy und wer erklärt mir eigentlich, was ich mir da angucke? Was erzählt denn der mir für einen Blödsinn? Stimmt das jetzt, dass Putin die MH17 abgeschossen hat, wenn das LeFloid sagt, oder stimmt das nicht? Und wer erklärt mir heutzutage noch, wie so eine Quelle funktioniert und wer erklärt mir den Unterschied zwischen, das ist eine Meinung und das ist eine Tatsache und das verschwimmt immer mehr und da finde ich jetzt rein aus Producing-Sicht die inhaltliche Frage viel stärker und da finde ich, muss man viel mehr auf die Gefahren, also da finde ich, ist dann der Jugendschutz wieder gefragt, absolut und das ist so, sozusagen, es fehlt die Toolbox. Und die Toolbox scheint ja teilweise zum Beispiel auch journalistisch zu sein, ne? Also wenn Sie sagen jetzt Quellen zum Beispiel, ja, oder Unterschied zwischen Meinung und Tatsache und so weiter. Also da auch wirklich, das haben Sie auch so schön beschrieben, als wir uns vorher unterhalten haben, es geht auch wirklich darum, mit diesen YouTubern zu arbeiten, ihnen zu sagen, mal so ein paar Grundlagen beizubringen, Werkzeuge, wie finde ich raus, ob die Information stimmt oder nicht. Also das ist das, was Sie in diese Medienbildungstoolbox packen würden? Absolut. Also sagen wir es mal so, ich arbeite halt immer mit YouTubern oder auch immer mehr mit Leuten, die nicht nur auf YouTube sind und da ist ganz oft die Frage, die sind nicht immer so hinterher wie so ein Fabian zum Beispiel, der auch immer selber ab und zu nochmal was nachguckt und schon sehr viel weiß, auch über Quellenrecherche, weil er ja auch irgendwie Journalist werden möchte irgendwann mal oder jetzt schon drin ist. Ja, irgendwie so langsam funktioniert es auf jeden genau. Fall. Genau, aber viele machen das ja nicht. Da sage ich natürlich auch, cool, du hast die Reichweite, cool, du erreichst eine Zielgruppe, die ist jetzt noch nicht so gebildet, sondern die ist ne, groß und yeah und überhaupt und da kommen wir nochmal richtig in eine ganz neue Zielgruppe mit rein, wenn wir mit dir was machen. Oder ist denen das wurscht? Die nehmen irgendein Bild und meine Lieblingsaussage ist immer, liegt ja auf einem amerikanischen Server. Ist ja egal. Und meine zweite Lieblingsaussage ist nach wie vor, man glaubt es nicht, aber bei Wikipedia steht es doch so. Und dann denke ich mir so ein bisschen, die sind auch alle nicht mehr ungefähr 14, diese YouTuber, mit denen ich da arbeite, sondern die sind oft 18, 19, 20 oder sogar schon gut Mitte 20. Und dann finde ich, wenn wir überlegen, dass seit 15, 20 Jahren Medienkompetenz Seminare stattfinden und das alles schon erforscht wird, wo ist denn das alles eingeflossen? Oben so reinsprechen. So ein bisschen wie so ein Popstar, wenn Sie so hinhalten. Popstar. Ich wollte einfach fragen, Sie haben gesagt, es gibt da bestimmte YouTuber. Und ich bin einer, der immer gerne genauer wissen will. Könnten Sie ein paar nennen, bitte? Die was tun? Den großen Beispiel, Fankult, meinen Sie? Die Sache mit dem Fankult und die sozusagen verantwortungslos. Oder also Sie hatten ein paar genannt, ne, die ganz konkret angeblich von Managern gefördert, bestimmte Sachen machen und dann entsprechend durch Werbung Rieseneinnahmen erzielen. Und für uns Medienpädagogen ist es ganz wichtig, so konkrete Beispiele zu haben, gerade Sachen, die wir nicht wissen. Also mein Lieblings, kannst du auch sagen, bestimmt, wir haben, glaube ich, denselben im Kopf, würde ich mal sagen. Liont zum Beispiel? Ja, Liont ist der Hammer. Liont ist, der hat 1 Million oder 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube. Seine Inhalte sind knapp zusammengefasst, ich mache halt, was ich will und alle, die mich kritisieren, sind Hater und neidisch. Das sind auch so die Werte, die er dann vermittelt. Und gestern Abend, um nochmal das aufzugreifen, die sind Manager kontrolliert, die müssten wissen, was sie machen. Ja, aber spontan und aus dem Affekt heraus machen sie trotzdem immer noch Fehler auf Twitter und die erreichen dann 700
700.000 Follower auch gerne mal. Gestern Abend hat er nämlich auf Kritik sehr ausgiebig reagiert mit Sätzen wie, sollen die Hater mich doch klicken, ist mir egal, bringt mir ja auch Geld. Ihr könnt ja gern versuchen zu studieren, 10 Jahre, und dann könnt ihr vielleicht nochmal 10 Jahre leben. Ich spare mir das einfach. Oder lasst mich doch jetzt in Ruhe, ich gehe jetzt auf meinen Geldsäcken schlafen. Und der erreicht damit halt Millionen Jugendliche. Das ist heute alles wieder gelöscht gewesen. Natürlich, weil dann ein Manager kommt und sagt, so klug war das nicht. Aber es haben trotzdem Leute gelesen. Ich zum Beispiel. Da würde ich gerne mal kurz oder eine Zwischenfrage stellen, weil ich überlege gerade, wann das auch in so eine Geschmacksdiskussion abdriftet. Also Kommerzialisierung von Inhalten ist ja nur nichts Neues und sozusagen dieser Ruf nach Qualitätsinhalten erinnert mich so ein bisschen ans Öffentlich-Rechtliche. Das heißt, für mich ist die Frage, reden wir über reale Gefahren, ja, und über das, was Sie auch erwähnt haben, also wie checke ich eine Quelle und so, ist ja auch Teil von politischer Bildung, die ich jetzt auch mal in der Schule bei Gesellschaftskunde etc. erwarten würde. Also das ist einer der wenigen Momente, wo ich mich in der Schule daran erinnere, als mein Lehrer mir gesagt hat, Mensch, was in der Zeitung steht, muss nicht zwingend stimmen, das musst du auch nochmal checken. Das war für mich total neu. Bis zum Schluss hielt übrigens der Glaube, alles, was Lehrer sagen, stimmt. Das habe ich dann erst ungefähr 10 Jahre später gemerkt, dass das auch in vielen Fällen leider Schwachsinn war. Aber jedenfalls die Frage, die ich mir stelle, ist, darf man da, also man darf ja da auch nicht kritischer sein als jetzt in Medien, die es davor auch schon gab, wo auch unter rein Kommerzialisierungsgedanken, wenn ich mir die Verkaufssender angucke oder so, die sich natürlich auch Kinder und Jugendliche gerne angucken können, darf man ja auch nicht kritischer sein, sondern für sowas muss ja auch Raum sein. Und die Aufklärung darüber, ob das jetzt sozusagen sinnvoll ist für meine Persönlichkeitsbildung oder nicht, die muss an einer anderen Stelle stattfinden, ohne dass man das unterbindet. Natürlich, wenn das gefährlich wird, wenn im Prinzip Unerfahrenheit ausgenutzt wird, um zum Beispiel Dinge zu kaufen. Dafür gibt es ja auch schon Vorschriften im JMSDV, also bei Werbung, die verschleiert, sozusagen Unerfahrenheit ausnutzt, ist verboten und so. Ich weiß, das System, da müssen Sie schon wieder die Augen verdrehen. Aber ich wollte nur sagen, grundsätzlich ist das schon mitgedacht. Ich weiß nicht, ob man das hier auch verorten sollte oder ob das eher ja ein Teil der Gesellschaft auch ist. Das muss man nicht mögen, aber es ist eben da. Wie sehen Sie das? Oder? Dann frage ich mal langsam zurück, was können wir denn dann noch verorten unter Jugendschutz? Was ist denn dann das Problem? Dann geht es nur noch um Pornos? Nee, alles, was die Freizügigkeit? Nee, alles, was die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit sozusagen negativ beeinträchtigen kann. Das heißt, es geht primär auch um sozusagen wie Sex, Gewalt, Ängstigung, ja. Und aber auch in Randbereichen um sozusagen Verführung zum Kauf auch. Also ist auch ein Kommentar. Also Unboxing-Videos werden auch darunter. Aber auch da, also ich würde jetzt mal sagen, normales Unboxing-Video richtet sich jetzt nicht in die Unerfahrenheit ausnutzende Weise an Kinder und Jugendliche, sondern das ist dann eher sowas wie, hier ist das neue Produkt, kauf dir das, dann kriegst du auch das und das und dann bist du ganz innen auf dem Schulhof. Also diese direkte Kaufaufforderung ist ein klassisches Beispiel aus dem Rechtsbereich, die nicht okay ist gegenüber Kindern. Aber ich wollte nur sagen, es gibt schon viele Sachen, die es zu verorten gilt. Nur die Frage ist, wo hört sozusagen Gefahrenprävention und auch Repression von solchen Inhalten auf und wo beginnt Meinungsfreiheit und normales Gebären, was vielleicht nicht so toll ist, aber was man auch irgendwie im Sinne einer Meinungs- und Informationsfreiheit auch akzeptieren muss. Also erstmal, diese Kaufaufforderungen finden ja auch statt, muss man nochmal dazu sagen. Es ist nicht egal, ob das jetzt rechtens ist oder nicht, es wird gemacht. Genau, wir haben gerade diskutiert, sollen wir den Gaming-Topf aufmachen? Das ist ja ein großes Feld. Es gibt nicht nur diese Beauty-YouTuber, sondern es gibt auch sehr viele Let's Player. Und da werden auch mal Spiele gespielt und auf YouTube hochgeladen, die halt eben ja, nicht jugendfrei sind, die Gewalt verherrlichen. Da gibt es die Lochis, die mit 16 Jahren einen Song über GTA machen, ein Spiel, das ab 18 Jahren freigegeben ist, und darüber singen, wie sie dieses Spiel spielen. Und alle haben sich gefragt, wann haben Sie dieses Spiel denn gespielt und wer hat es Ihnen gekauft? Aber da kümmert sich ja keiner drum. Christine, hattest du eine Frage? Warte mal ganz kurz. Dem Jugendschutz auf der einen Seite und irgendwie der Kritikfähigkeit und Bildung im Allgemeinen auf der anderen Seite, weil ich vorher immer den Eindruck hatte, das Problem besteht ja genau darin, wenn man eben versucht, dieses Medienkompetenz, was man heute nicht sagen soll, so klar abzugrenzen. Also wir wollen es ja nicht mehr sagen, weil wir das gerade öffnen wollen zu diesem Bildungsbegriff hin, und mir leuchtet das schon ein,
dass auf YouTube, wo sich das halt so vermischt mit dieser persönlichen intimen Kommunikation und einer öffentlichen Kommunikation, gerade das doch irgendwie besonders wichtig ist, dass man irgendwie so eine Kritikfähigkeit entwickelt, die halt irgendwie sich nicht so eingrenzen lässt, jetzt auf unsere klassischen Jugendschutzthemen. Das fiel mir nur so ein beim Schreiben. Also, wenn ich kurz darauf antworten darf, also zunächst mal das, ich bin ein bisschen unsicher. Du ist immer okay. Okay, was du gesagt hast, klar, ich meine, wenn ein entsprechendes Spiel hochgeladen wird, ist das eigentlich auch ein Rechtsverstoß und dann geht es wieder darum, ist das System auch durchsetzungsfähig, da waren wir vorhin. Ne? Und da gibt es sicherlich riesige Baustellen, absolut. Weswegen ich das nur abgrenze, ist, weil ich glaube, ich finde es wichtig, worüber reden wir? Reden wir über Medienkompetenz, dann gehört das alles sicherlich dazu. Oder reden wir über Jugendschutz, also im Sinne von Verbot und von Verbot. Also ist das gefährlich? Dürfen wir das erlauben? Finden wir das schlecht? Ja, und wollen wir das verbannen als Gesellschaft? Und ich hatte gerade so die Tendenz, dass ich gesagt habe, ja, die wollen so viel verkaufen und das ist wirklich nicht gut. Was folgt daraus? Daraus folgt, dass man kann nur daraus folgern, dass man sagt, Leute, seid kritisch, guckt euch das an. Die wollen was verkaufen, ja, da gibt es ja auch diese Fall mit der Uhr und so weiter, ne, guckt euch das an, das ist nicht alles, was es scheint, also das ist dann wirklich nur Aufklärung, aber man kann nicht zu den Leuten, die das machen, gehen und sagen, ihr dürft das jetzt nicht mehr tun. Und deswegen finde ich, ist diese Abgrenzung wichtig, weil wenn wir anfangen zu sagen, wir verbieten sowas, was wir irgendwie so ein bisschen finden wir nicht gut, dann sind wir so in Richtung Geschmackskontrolle. Und da halt die Grenze festzustellen, ist, finde ich, wichtig, um zwischen Schutz, Jugendschutz und Medienkompetenzbildung zu unterscheiden auch und zu sehen, wann machen wir was. Wir haben schon ganz lange eine Meldung im Publikum. Die Dame mit dem roten Schal. Ja, ich versuche jetzt nochmal kurz da anzuknüpfen, wobei das sozusagen entstanden ist ein bisschen vorher. Was ich gerade total spannend finde, ist, dass... Also ich habe eine Studie jetzt von Studierenden gelesen bei uns an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg, wo genau der Fabian interviewt wurde als YouTube-Star. Und das ist total interessant, ihn jetzt hier zu hören und vorher sozusagen Aussagen von ihm gelesen zu haben in dieser Projektarbeit. Jetzt können Sie konfrontieren mit seinen Aussagen. Ich will jetzt gar nicht. Um Gottes Willen, das ist bestimmt ein halbes Jahr her. Das, das kann schon Ewigkeit. Sein. Ich hab's noch minderjährig, Fabian. Ich finde, was ich gerade sehr spannend finde, also... Was ja so diskutiert wird und was vielleicht jetzt doch noch ein bisschen reinpasst, ist, YouTube ist doch erstmal ein Kanal, wo viel ausprobiert werden kann. Ich den Eindruck hatte jetzt auch nochmal so im Nachgang, was ich jetzt hier höre, wenn ich das zusammenziehe, auch was ich da gelesen habe, dass es ja etwas ist, wo im Grunde genommen jeder die Möglichkeit hat, sich auszuprobieren und da reinzugehen. Ist eben anderer Zugang, als was du ja jetzt hast, irgendwie bei Radio Bremen. Ist ja ein anderer Zugang. Du kannst ja nicht einfach hingehen zu Radio Bremen und sagen, hallo, hier bin ich, macht mal, bringt mich mal irgendwie on air oder so. Ja? Und das ist ja das, was ja erstmal bei YouTube möglich ist, also sich da auszuprobieren und alles Mögliche zu machen und zu schauen, was für Reaktionen kommen. Es geht um Aufmerksamkeit und es geht dann letztendlich auch um eine Form von Anerkennung, wie auch immer die dann aussieht. Und dann gibt es natürlich die ganz vielen Mechanismen, die wir jetzt auch schon oder die jetzt auch besprochen wurden, schon, wie weit man dann sich in Netzwerke sozusagen begibt, sich da eben mit vermarkten lässt und so weiter. Und ich finde das einerseits interessant, jetzt von außen betrachtet, dass es ja ein Ermöglichungsraum ist, in dem man sich auch wieder interessant, wenn man sich anguckt, wer da sichtbar wird, weil man muss ja sichtbar werden, sonst wird man ja nicht wahrgenommen, dass doch viele Mechanismen scheinbar wieder greifen, die wir aus anderen Medien auch haben. Wenn man jetzt mal guckt bei den Top 20 oder Top 50, wer da auftaucht, es ist leider wieder so, sind vor allen Dingen Männer, also Jungs, die auftauchen, es sind nicht die Mädchen. Und wenn man guckt, mit welchen Themen Mädchen wieder präsent sind, ist es Beauty, Schönheit und solche Geschichten. Und Jungs besetzen ganz andere Felder, eben eher dann Comedy, eben Let's Play ist natürlich ganz groß und solche Sachen. Das sozusagen, das finde ich dann immer wieder interessant, wenn man das einerseits sieht, als es ist ein Raum, in dem man sich erfahren kann und gleichzeitig aber doch wieder Mechanismen sozusagen eingeholt werden, die man eben aus anderen Bereichen halt genauso kennt. Und das finde ich ist halt auch nochmal so eine Diskrepanz, finde ich, die da oder die dann und auch. Würden Sie das gerne ändern? Naja, man muss es sich erstmal klar machen, ne, und reflektieren. Also das gehört ja auch, also wenn wir über Medienbildung und Medienkompetenz und Medienschutz und was weiß ich nicht alles sprechen, ist das, glaube ich, schon etwas, was man auch erstmal reflektieren muss und sich klar machen muss, womit hat man es eigentlich zu tun. Und ich merke das bei Studierenden ja auch, dass gerade wenn es diesen Ruf gibt, es zu tun, die tun ja auch sehr viel, aber das sozusagen wiederum einzubetten und zu kontextualisieren und zu überlegen, was tue ich da eigentlich, das ist dann oft nochmal ein anderer Schritt. Und deswegen ist es, glaube ich, etwas, womit man sich auch auseinandersetzen muss oder wo ich jetzt das Gefühl habe, hier
du weißt ja, was du tust, also zumindest redest du so, aber es gibt, anders kann ich es nicht einschätzen, das aber eine schließt ja, das andere nicht ein. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja sozusagen, wie wir es ja jetzt auch schon hatten, also ganz, ganz viele unterschiedliche Kanäle, die für ganz viele unterschiedliche Sachen stehen und man dann erstmal überlegen muss eben, womit hat man es eigentlich zu tun. Also dieser Ermöglichungsraum, der aber doch irgendwie diese alten Prinzipien von Hierarchie und Geschlecht und so aufwirft, nimmst du das, nehmt ihr das so wahr oder ist das eigentlich eine Spielwiese mit anderen Regeln? Naja, doch, irgendwie nimmt man das schon so wahr. Also es ist, ist nach wie vor ein großes Problem, dass wir außerhalb von dem Beauty-Bereich relativ wenige aktive YouTuberinnen haben. Bestes Beispiel, gerade wurden die Nominierten bekannt gegeben vom Webvideopreis. Und in der Kategorie, ich glaube, Person of the Year Female heißt die, also weibliche VIPs, sind drei Damen nominiert und das sind in meinem Empfinden die einzigen drei Damen, die was anderes als Beauty machen auf ganz YouTube. Man muss dazu sagen, das erste einzelne nominierten Videos ist ein Video, wo alle Frauen drin sind, die genau. auf YouTube sind, was entstanden ist auf einem Workshop, wo ich auch dabei war. Deswegen so... Knapp ist die Lage schon. Ja, genau, dass man alle Frauen in einem Workshop versammeln kann. Das, mit den Männern wäre das weitaus schwieriger. Und dieses Video wurde gelauncht unter dem Hashtag nicht schön. Es war eine Anti-Kampagne quasi, weil auch bei weiblichen YouTuberinnen, egal ob die Beauty machen, Lifestyle oder ob die über Bücher reden, ist völlig egal, die Kommentare bestehen aus Kommentaren zu, du siehst aber schön aus heute. Das ist aber ein richtig schöner Pulli, den du heute anhast. Mann, ist das schön, dass du heute da bist und so schön aussiehst. Und deswegen gab es dann diese Hashtag Nicht-Schön-Kampagne dagegen. Herr Grasser, Sie seufzen irgendwie so tief auf. Ich glaube, Sie haben irgendwie... Ja, zum einen muss man da, finde ich, auch mal sehen, bei diesen Inhalten, das ist doch alles echt sehr, sehr brav. Also was die Frauen da machen, die darum leitet junge Mädchen dazu an, ihren Schrank aufzuräumen. Also cheers, ja, bitte, nur zu. Also die, ich finde das alles andere als radikal, was da irgendwie formuliert wird. Ja, ich weiß nicht, das ist ein kurioser Part, finde ich, den die Damen da spielen. Und also was mich zum Beispiel mal interessieren würde eigentlich von dir, die übliche Erklärung dafür, dass es so wenig Frauen auf YouTube gibt, ist die rüde Kommentarkultur. Würdest du das so bestätigen? Also wenn du so viel Kontakt zu YouTuberinnen hast oder den dreien, die es da gibt oder wie auch immer, würde mich das tatsächlich mal interessieren, ist das aus der Innenperspektive auch so? Also ich habe die darum mal interviewt, die sagte das auch nur, die berichtet das auch nur über andere. Das wird immer so gesagt. Ist das tatsächlich so? Ist der Grund diese rüde Kommentarkultur? Ja, man kriegt, glaube ich, schon viel mehr Sexismus ab, als ich den jetzt abkriegen würde. Ich habe in einem halben Jahr, kriege ich einmal einen Kommentar über meine Augen und den überlese ich dann auch mal. Also man kriegt da schon viel mehr auch Sexismus ab. Auch so, man kriegt Mails, ich habe Mails gelesen, wo die wildesten Fetische geschildert werden, einfach, das wird denen dann einfach geschickt, so, weil das halt Personen des öffentlichen Lebens sind und man die einfach erreichen kann. Also die sind da schon viel davon ausgesetzt. Viele wissen damit aber auch umzugehen, also so ist es nicht. Indem sie ignorieren? Ja, genau, indem sie einfach ignorieren oder halt ein Foto davon machen und es mir schicken. So. Aber es gibt ja genug Frauen auf YouTube und auch die Beauty-YouTuberinnen kriegen das ab. Ich finde, es ist viel komischer, dass alle Frauen, die mit YouTube anfangen, denken, sie müssten Beauty machen. Also das finde ich komisch. Lass uns mal den Blick noch ein bisschen öffnen von YouTube wieder auf das große Ganze und auch noch mal ins Publikum gucken, ob Sie noch Fragen haben oder noch mal hier die Expertise und die verschiedenen Blickwinkel in Anspruch nehmen möchten. Bitteschön. Dankeschön. Ich möchte nochmal zurückkommen. Mir hat gut gefallen, weniger Metaebene und Just Do It. Und ich darf deswegen vielleicht auch eine ganz banale Frage mal stellen, wieder zum Thema Jugendschutz aus Sicht von Prüferinnen und Prüfern. Wir bewerten Inhalte und klassifizieren nach Altersgruppen. Es gibt Altersfreigaben von FSK, FSF. Es gibt Einschätzungen der Haltung der Jugendlichen, die damit verbunden sind. Und die Frage wäre, wie könnte man sich denn Partizipation von Kindern und Jugendlichen in diesem Kontext vorstellen? Gibt es da irgendwelche Ideen, Kinder und Jugendliche mit einzubinden? Natürlich nicht, was die rechtlichen Extremfälle anbelangt, also die Totalverbote und darüber zu diskutieren, aber dieser ganze Bereich zwischen
10 und 16, sage ich mal, ist das angemessen? Wie stehen die Kinder und Jugendlichen selbst dazu? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die Sie sehen? Ich bin ja jetzt nicht so in der Entscheidungsposition, muss ich sagen. Aber also, ist ja so. Aber also ich glaube, ich würde gar nicht das so rausnehmen, dass die nicht auch bei den Extremfällen mal, ich sage jetzt nicht, die sind ja keine Juristen, die sollen nicht mitentscheiden, aber de facto entscheiden ja Erwachsene über Kinder, die im Zweifelsfall in den Situationen ja drinstecken, wenn wir jetzt über so, ich sag mal, das immer wieder beliebte Beispiel Cybermobbing und überhaupt so Stichworte wie WhatsApp-Bitch-Gruppen und solche Sachen, die es ja alle gibt auf Schulhöfen oder außerhalb von Schulhöfen, das tut sich ja alles und deswegen glaube ich, dass man da schon viel aktiver sein kann, aber es hängt halt ein bisschen davon ab, in welchem Bereich, ne? Will man jetzt eine, also breit angelegte, deutschlandweite Welle starten, sozusagen, ob man das über die Schulen macht, dann sind wir natürlich wieder in so Ländergrenzproblemen, aber ich glaube, es ist echt die Frage, an wen richtet sich diese Frage? Wer soll, also wen meinen Sie jetzt konkret, der da was machen könnte? Weil dann, glaube ich, ist es einfacher zu sagen, was da möglich wäre. Ja, das wäre genau Teil meiner Frage gewesen. Sie haben ja gesagt, einerseits das System ist mir nicht wichtig, man kann einfach loslegen. Dann war ja Konsens, dass wir schon Strukturen haben und nutzen können sollten. Natürlich müssen viele einbezogen werden und gerade was kommunale Arbeit anbelangt und so, da sind nun viele gefragt. Ich würde die Frage zurückgeben, was wäre möglich? Also wir kreisen ja dann doch wieder um mehr Kompetenz, Vermittlung, Schutz natürlich an den Eckpunkten. Partizipation war gefordert. Wie könnte das aussehen? Wie könnte YouTube genutzt werden zum Beispiel dafür? Also ich würde, glaube ich, da ansetzen, was ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt habe. Ich würde wirklich mal bei diesem Toolbox-Gedanken ansetzen. Ich würde mal grundsätzlich mir 10 Sachen rauspicken. Gerade bei uns im Büro schwirrt, oder auch wir sind, Fabian und ich sind beide Teil einer Wissens-YouTuber-Gruppe. Wir denken ganz viel nach über das Thema Verschwörungstheorien, weil das für uns total spannend ist. Das ist natürlich jetzt was nicht unbedingt jeden 15-Jährigen interessiert, auch nicht jeden 10-Jährigen, aber womit jeder, der im Netz ist, immer wieder mal, ne? Also ob ich jetzt LeFloid gucke, der was über Putin sagt oder nicht, aber irgendwo stoße ich drauf. Und da denken wir ganz viel drüber nach, was man da machen kann und kommen auch immer wieder an den Punkt, dass wir sagen, man muss es halt mal basically erklären. Man muss den Leuten mal sagen, da gibt es was, das wird gesagt. Und da gibt es aber auch eine Gegenposition, weil wir in Deutschland zum Beispiel Situationen haben, die ist ganz anders als in den Staaten, wo es de facto Debunking-Seiten gibt, ganz, ganz viele, die sind zwar auch unterschiedlich gut, aber sind halt zumindest Anlaufstellen. Ich kann mich gerade nicht bremsen. Ich glaube, die Partizipation im Hinblick auf Jugendschutz, also die Bewertung von potenziellen Gefährdungen auch von Medieninhalten, die haben wir jetzt. Wir vergessen das vielleicht manchmal ein bisschen, selbst bei der FSM und bei der FSF, aber auch bei FSK und USK, dadurch umgesetzt, dass wir Prüfer haben, die aus dem praktischen Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe kommen. Kinder- und Jugendhilfe heißt, ich bin entweder in der Jugendarbeit, ich bin irgendwo in Jugendsozialarbeit, irgendwo im erzieherischen Kontext unterwegs und habe wahrscheinlich schon aufgrund meiner beruflichen auch Erfahrung eine Möglichkeit, überhaupt erst einmal Gefahrenkontexte einzuschätzen, weil das auch zur eben hauptberuflichen Tätigkeit gehört. Das haben wir ja schon strukturell abgesichert, dass diese Kompetenz in den Prüfverfahren zumindest in Form der entsprechenden Personen auch da ist. Wir kommen bei dieser ganzen Frage Partizipation, wenn es jetzt um Gefahreinschätzung geht, ja immer wieder zu dem eigentlichen absurden Punkt, dass wir sagen, einerseits wollen wir vor Gefahren schützen, andererseits wollen wir Perspektive von jungen Menschen mit reinholen, um uns erst ein Bild zu machen, ob etwas gefährlich ist oder nicht. Kann aber dazu führen, dass wir dann sie genau in die Gefahr schicken. Ja, das sind ja genau die letztlich Dilemmata, die man hat, wenn man mal ein ganz anderes Beispiel, Suchtprävention macht, ab 16 dürfen die keinen Alkohol trinken, dann sagen die, zu Hause trinke ich das aber auch, was sagt man dann? Ist das jetzt falsch? Bist du jetzt in der Gefahr? Müssen wir da jetzt intervenieren zu Hause? Nein, können wir gar nicht, weil die Eltern entscheiden. Das heißt, ich glaube, wir müssen genau trennen zwischen der Frage Medienkompetenzförderung oder Bildung, wo wir, glaube ich, viel mehr diese Perspektive entweder direkt oder auch über pädagogische Maßnahmen, über Leute, die dann mit Jugendlichen arbeiten, in diese Frage, was ist gefährlich, wie bewerten wir das mit einbeziehen. Wenn es aber darum geht, auch als Prüfungsgrundlage für Intervention, also Verwaltungsakte, die sagen, da ist jetzt eine Altersstufe oder noch stärker, das ist jugendgefährdend,
Dann können wir aus meiner Sicht aber Jugendliche nicht einbinden, weil sie ja dann eben im Gefahrkontext wären. Da müssen wir mit Fachleuten arbeiten, die schlichtweg schon jetzt vom Gesetzgeber die Aufgabe haben, eben genau eine potenzielle gefährdende Wirkung einzuschätzen. Und die Frage, wie das auf Kinder- und Jugendlage heutzutage ist, die müssen die mitbringen. Das ist auch die Kompetenz, die Jugendschutzakteure mitbringen müssen und die auch qualitätsmäßig gesteuert werden muss, aus meiner Sicht. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Sie beide schätze ich ein, Sie haben Abitur, Sie haben mindestens Abitur und Studium. Sie kommen sicher aus einem Haushalt, wo auch Bildung ein Thema war und Sie machen Medienprojekte, Sie sind Medienmacher. Wie erreichen Sie mit Ihren Projekten bildungsferne Jugendliche, die Medien nutzen, die zu dieser Fangemeinde gehören, die Kim Kardashian als Vorbild haben, junge Frauen, die dann so YouTube nutzen? Wie erreichen Sie die? Oder heißt das einfach, wer doof ist und doofe Kommentare gibt, der bleibt draußen, mit dem machen wir keine Medienprojekte? Also da kann ich jetzt nur für uns sprechen. Also wir haben schon, also Mensch Collective hieß früher, du hast die Macht. Unsere Aufgabe war, bildungsferne Jugendliche zu erreichen. Das war unser Grundkonzept. Wir haben da unter anderem ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Reputation. Das war auch Grimme Online nominiert und ist jetzt in der dritten Staffel gelaufen dieses Jahr. Es ist ein Wettbewerb für Jugendliche, junge Rapper, die ihren Song einschicken. Man wählte im Rahmen dieses Wettbewerbs den Polit-Rapper, den jüngsten Polit-Nachwuchs-Rapper des Jahres. Einzigartiges Projekt gab es in Deutschland vorher so noch nicht. Erste Rap-Casting-Show hat wie Bombe funktioniert und war einfach in der Ansprache, haben wir damit natürlich auch Leute erreicht, die sonst im Zweifel natürlich im Netz unterwegs sind, aber sich nicht für Themen interessieren und die auf einmal dann anhand dieses Rap-Systems beziehungsweise ihrer Musik auch gesagt haben, jetzt kann ich mich mal ausdrücken, wie ich es vorher nicht gemacht habe. Und im Rahmen dieses Projektes haben wir die auch mit Politikern zusammengebracht. Wir haben letztes Jahr ein, wie ich immer noch finde, geniales Abschlussevent gehabt, wo unter anderem Gregor Gysi an der Bar stand und Katja Kipping machte die Garderobe und Mutlu verkaufte Merchandising und so. Und da hatten wir irgendwie 1000 Jugendliche da, die sich totgelacht haben und reinkamen und sagten, den kenne ich doch. Woher kenne ich den denn? Warum gibt er mir jetzt, ich kenne dich, so ungefähr. Ich stand die Hälfte der Zeit in der Bar, weil ich das so komisch war, weil die Leute immer so reinkamen, so, ich kenne dich, ich weiß nicht woher, aber ich kenne dich. Und ich sag mal so, ne, es hat einfach sehr gut funktioniert. Oder auch zum Beispiel, wenn ich habe vorhin kurz von Newsformaten gesprochen, da arbeite ich auch mit zwei YouTubern zusammen, die halt in ihrer Reichweite Leute erreichen, die eben nicht, ich sag mal so, die bildungsfern sind. Ne? Das merkt man an den Kommentaren, das merkt man an den Fragen, das merkt man an der Auseinandersetzung. Die haben eine ganz, ganz andere Reichweite als jetzt zum Beispiel ein Fabian, der ein gebildetes Publikum hat und auch in der Ansprache eher Gymnasiasten erreicht, was wir immer wieder auch schon festgestellt haben in den Kommentaren. Und da muss man halt auch gucken, über wen erreiche ich welche Zielgruppe. Und das ist uns auch immer ganz wichtig. Das muss man halt, das ist auch das Schöne, was so Plattformen mit sich bringen, weil wir, wie wir schon gesagt haben, diese Kommentarfunktion haben und so viel Interaktion. Da kann man natürlich auch viel besser als früher beim linearen TV sagen, mit wem spreche ich denn eigentlich an? Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen von außen mit Mesh Collective, wenn Sie fragen, wie machen Sie es denn? Also einmal sind Sie ja den Weg am Anfang vor die Kamera gegangen und mit Du bist die Macht und jetzt machen Sie das nicht mehr. Also Sie lassen die Zielgruppe sozusagen selbst machen und machen sie zu Protagonisten, also tauchen eigentlich vor der Kamera nicht mehr auf. Und schauen Sie sich gerne mal den Trailer an von Mesh Collective. Also ich hatte das Gefühl, Sie sprechen auch die Sprache der Zielgruppe. Also da taucht dann durchaus mal sowas auf wie heißer Scheiß. Und das ist eine Art zu sprechen und zu reden, die einfach ein Stück weit näher vielleicht dran ist. Kam natürlich auch mit vielen Ups und Downs, sage ich mal. Also Du hast die Macht hat am Anfang sehr intensiv versucht, mit Jugendlichen vor der Kamera zu arbeiten. Unsere erste Redaktion bestand aus Jugendlichen, was sehr schnell daran scheiterte, dass Jugendliche einfach nicht so verlässlich waren und auch Redaktionskonferenzen nicht so funktionierten. Und auch der Name Du hast die Macht hat sich dann auch jetzt gewandelt, weil wir auch gemerkt haben, dieses gewiss Moralische von oben herab ist halt nicht mehr so gefragt. Aber wir haben halt einfach viel ausprobiert und im Endeffekt sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, es gibt halt sehr viele Menschen wie ein Fabian oder, da könnte ich jetzt Tausende aufzählen natürlich, die schon eine Zielgruppe erreichen und die auch sozusagen dieses Peer-to-Peer-Prinzip, von dem alle in der politischen Bildung oder überhaupt in der Bildung immer reden, einfach schon machen. Und das sehr viel besser machen als ich mit knapp 30, die ich dann mich hinstelle und sage, gut, ich habe jetzt noch mal was zu erzählen.
Aber ich sage das natürlich nicht so wie jemand, der eben gerade aus der Schule raus ist. Lassen Sie uns eine kleine Abschlussrunde machen. Was nehmen Sie mit, was Ihnen von heute sehr im Gedächtnis hängen bleiben wird? Der Risikodiskurs ist stark. Waren wir auf derselben Veranstaltung? Der Risikodiskurs ist stark. Okay. Ja, darum haben wir heute doch vor allen Dingen geredet, die Risiken. Also die Jugendschutzrisiken, interessanterweise ist der Repräsentant der FSM, hat ja eher zur, Gelassenheit gemahnt. Ja? Wunderbar, das fand ich ein wunderbar liberales Statement. Das ist keine Frage des Jugendschutzes. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen machen lassen. Dachte ich, ja, der Risikodiskurs ist stark. Herr Vollmers? Gott sei Dank haben Sie das noch ein bisschen erläutert, der Risikodiskurs ist stark, weil da hatte ich noch ein bisschen Zeit nachzudenken, aber leider haben Sie mich angesprochen, deswegen konnte ich dann doch nicht nachdenken. Also ich kann jetzt auch nur noch mal so ein bisschen dahin schwafeln. Ich fand es deswegen super spannend, weil wir es, glaube ich, auch in dem Format hier mal geschafft haben, so ein bisschen auszubrechen aus den auch sich wiederholenden Diskussionen, die wir haben und insbesondere sozusagen durch die Beteiligung aller hier, finde ich, schon so einen Schritt nach vorne gemacht haben, um Jugendschutz und Medienbildung auch wieder ein Stück realer tatsächlich werden zu lassen. Und ich glaube, dass der Punkt Partizipation ist wichtig. Dass man das natürlich richtig machen muss, ist klar und irgendwie erfolgreich auch. Dass man ein bisschen ausprobieren muss auch. Aber ich glaube, wenn wir die Realitäten und die aktuellen Phänomene in der Realität auch nutzen für diese beiden Zwecke, aktiv nutzen, dann kommt wieder mehr an bei Kindern und Jugendlichen. Also ich nehme eigentlich mit, dass im Grunde genommen eigentlich alle wollen. Das hatte ich mir vorher schon so gedacht, aber das denkt man ja immer so und dann spricht man nicht mit den Leuten. Und was ich so mitnehme, ist wirklich, jeder möchte gerne. Es wissen noch nicht alle, in welchen Strukturen oder in welcher Haltung oder in welchen Fördertöpfen oder so, aber alle wollen und das finde ich ja schon mal einen ziemlich guten Grundansatz. So habe ich das auch wahrgenommen, so alle wollen und gleichzeitig kann man immer wieder die gleichen Standardgeschichten erzählen und keiner hat sie bisher gehört, also es fehlt, ich bin ja als YouTuber hier, also muss ich nochmal den YouTube-Bezug ziehen, was vielleicht auch gar nicht so doof ist, weil das ja eine große Jugendkultur ist, die viele von außen betrachten, sehr analytisch, aber sich dann mit den Phänomenen, mit den einzelnen Personen und was die eigentlich so anstellen, nicht allzu sehr auseinandersetzen. Und dann kann man halt immer wieder die gleichen schönen Storys erzählen und alle sagen, oh, ah, und ich selbst habe sie, glaube ich, schon seit einem Jahr, kann man sie überall wieder erzählen. Und das ist eigentlich schade, aber es macht es mir sehr einfach. Okay, wir sind gespannt, wie die Geschichte weitergeht und was für Geschichten du erzählen willst, wenn du vielleicht 25 bist. Herzlichen Dank fürs Dabeisein an die Gäste hier auf dem Podium, an die Gäste, die sich mit den Thesen herumgeschlagen haben, an Wolfgang Macht und an Sie im Publikum. Ich würde sagen, wir verlagern jetzt die weiteren Gespräche in die Häppchen- und Trink-Zusammensein-Pause hinein. Wir reden gleich noch einfach weiter. Schönen Abend noch Ihnen.